Okay, Bowser hat einen sehr, sehr fiesen Level erstellt. Bowser's Puzzle Dungeon heißt der Scherz. Im letzten Part hatte ich diesen Level ganz kurz, wobei ganz kurz war das nicht, aber so um die 5 bis 10 Minuten lang angezockt gehabt, aber ich hatte absolut keinen Erfolg. Mal gucken, wie ich mich in diesem Part anstellen werde. Ja, wir brauchen diese Kugeln erstmal, weil hier oben befindet sich ein Mist. Powerpilz. Und den brauche ich dringend. Mist, ey. Ich habe eben gerade ein Schlückchen Wasser getrunken. Und irgendwie ist mein Daumen jetzt total nass. Ich rutsche die ganze Zeit hier aus. So wie es aussieht, ist mein Glas nass. Fängt ja mal gar nicht gut an. Aber gut, das erste Ziel hätten wir hiermit erreicht. Weiter geht's mit der nächsten Ebene. Und die ist ziemlich nervig. Hier muss man auf jeden Fall in der Superform sein, ansonsten kann man hier die gelben Blöcke nicht kaputt machen. Hier ist ein P-Schalter und plötzlich, nachdem man diesen Schalter aktiviert hat, sinken die Kanonen. Und ich muss im richtigen Augenblick auf die Kanonen springen und auf einen gewissen fliegenden Igel warten. Soweit bin ich ja im letzten Part gekommen. Werde ich in diesem Part weiterkommen? Dies und viel mehr erfährt ihr in den nächsten Minuten. Weg mit der Kreissäge. Nice, wir sind noch in der Superform. Okay, einfach cool bleiben. Ja, manchmal ist einfach nicht einfach. Mist, ey, da bin ich ausgerutscht. Okay, nochmal. Konzentration. Jetzt schaue ich mal nur auf das Gamepad. Mal gucken. Vielleicht kann ich ja etwas besser spielen. Oh, nice. Das sah richtig stylisch aus. Rein da. Klopf, klopf. Mario ist on the door. Weg mit der Kreissäge. Warum werde ich da ausgedacht? Ich mache doch hier alles richtig. Ah, da war ich wohl zu langsam. Okay. Neuanfang. Ja, so wie es aussieht, werde ich wieder etwas länger brauchen. Für diesen Level. Ich meine, die Level von Bowser sind ziemlich schwierig. Bowser hat nur 4 Level. Mashiko wiederum einige Level mehr. Aber um ehrlich zu sein, bin ich ziemlich zufrieden damit. Weil wenn Bowser jetzt noch mehr Leveln am Start hätte, so würde ich ziemlich lange brauchen, bis ich die nächsten Baumeister erreiche. Oder mir ihre Leveln antun kann. Mist, ey. Das ist so schwierig, diese Stelle. Jetzt nicht diese Stelle. Aber da, wo wir eben K.O. gegangen sind. Das regt mich so auf. Das ist wieder so ein Level, der mich ziemlich lange aufhalten tut. Nicht nur beim Spielen, auch gedanklich. Ey, ich hab doch auf den B-Knopf gedrückt. Warum ist das so? Ich hab wirklich auf den B-Knopf gedrückt. Ja, jetzt kannst du springen, ne? Jetzt kannst du springen, ne? Tu mal nicht so. Tu mal nicht so. Hä? Das reicht ja fast schon für ein Best-of-Video aus hier, ey. Was ich gerade fabriziere. Ey, du willst mich doch reinlegen. Was ist denn mit der vierten Kugel los? Okay, ich schau wieder auf mein Programm. Vielleicht kann ich das besser erkennen. Immer diese Ausreden. Aber gut. Mein Desktop. Ich meine, ich wackel ja nicht mein Desktop. Aber mein Gamepad, der bewegt sich ja die ganze Zeit beim Zocken. Vielleicht komme ich darauf etwas besser klar. Hä, was soll ich denn noch machen? Wie habe ich das denn im letzten Part gemacht? Gut, ich muss das halt versuchen. Anders geht das nicht. Oh Mann, voll unnötig, dass man immer wieder hier oben ankommen muss, um den Pilz zu erhalten. Unter da? Das hört sich voll lustig an. Komm jetzt! Ey, Mann, wie lange denn? Wie lange muss ich denn hier warten? Toll, ey. Wieder mal in den ersten 5 Minuten nur am Fällen. Das nervt. Aber ich muss geduldig sein und durchziehen. Ey, hör doch auf, ey. Ich habe gerade überhaupt nicht das Gefühl für diesen Level.
Ah, geil. Ey, wenn das so weitergeht, dann werde ich wirklich skippen. Aber sehr, sehr ungern. Ich meine, ich möchte mir nicht nur jeden Level von den Baumeistern anschauen, ich möchte sie auch zu Ende spielen. Aha, na endlich. Ah, ich bin da oben nicht mehr angekommen. Nicht so schlimm, oder? Na gut, ist das nicht. Egal, nicht so schlimm. Hauptsache, wir sind sicher drüben. So, da oben ist ein eingesperrter Bobomb. Diesen Ko Ey, pass mal auf. Diesen Kollegen müssen wir befreien. Ey, Mann. Damit wir auf die andere Seite kommen. Ist hier vielleicht ein versteckter Block? Nee, nicht notwendig. Ach ja, genau. Im letzten Part habe ich immer Bobombs genommen und habe sie halt versucht, im richtigen Augenblick kurz vor dem Explodieren hier hinzuwerfen, aber ich mache das in diesem Part anders. Ich kann doch so einen Bobomb nehmen und den hier nach oben werfen. Und da ist doch wiederum eine weitere Kanone. Da sollten doch höchstwahrscheinlich Feuerbälle rauskommen, damit dieser Bobomb bearbeitet werden kann. Okay, dann mache ich jetzt Folgendes. Ich brauche dich. Oder nee, ich nehme dich mit. Nein. Wie kriege ich jetzt den Bobomb da rein? Ich muss ihn echt gut werfen. Mist, 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 Mist. Oh, ich habe einen One-Up bekommen. War nicht notwendig, Spiel. Ah. Ich brauche noch ein bisschen. Nein, aber das sah gut aus. Nochmal. Und zwar jetzt. Nein. Etwas später loswerfen. Nein, das war zu früh. Oh. Nochmal. Nein, ey, willst du mich aufregen? Jawohl, na endlich. Sehr gut. So, und was geschieht jetzt? Nice, genau das habe ich mir gedacht. Aber jetzt müssen wir erst recht aufpassen, weil wir können ja selbst getroffen werden von so einem Lava-Block. Weg hier, weg hier, weg hier. Oh, eine Checkpoint-Flagge wäre so geil. Oh, ein Yoshi-Ei. Ach so, okay. Ich dachte schon, was sehe ich da? Da sind ja stachelige Elemente. Was ist in diesem Fragezeichen-Block? Komm da nicht an. Oder? Auf einmal ist da ein Pilz. Da ist tatsächlich ein Pilz. Ist das cool. Okay. Einen Augenblick, ich möchte gerne etwas überprüfen. Ist da oben vielleicht etwas? Ja, tatsächlich. Hä? Und wo geht's? Von hier lang? So, wo ist nochmal Yoshi? Da ist er. Brauche ich den P-Schalter eigentlich? Ich würde vorschlagen, ich nehme ihn einfach mal zur Sicherheit mit. Okay, sind hier noch stachelige Elemente, auf denen ich stehen kann? Tu mal den P-Schalter hier hin zur Sicherheit. Warum ist da so ein Helm? Brauche ich den? Oh, okay. Was ist in diesem Fragezeichenblock drin? Doch, wir brauchen den Helm. Wenn ich jetzt hier durchspringe, werde ich Yoshi verlieren. Und dann stehe ich hier auf diesen stacheligen Elementen. Warum sind hier Trampoline? Okay. Ach so, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da habe ich tatsächlich eine Idee. Vielleicht können mir die Trampoline hier weiterhelfen. Okay. Ja, nice. Nein, Yoshi. Oh, ich bin noch in der Superform. Okay. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den P-Schalter zur Sicherheit aktiviert. Ach so, deswegen brauche ich den P-Schalter. Hier sind ja Münzen, das bedeutet, hier waren vorher Blöcke. Ja. Es ist die nächste Frage, ob ich den Helm vielleicht brauche. Oh, nee, ey. Jetzt bin ich in der kleinen Form. Oh, oh. Oh, sehr gut. Oh, hier ist was Verstecktes. Auch nur ein One-Up-Pilz. Mist, ey. Oder ist da oben vielleicht etwas? Oh, hier sind ja Münzen. Okay, die Münzen nehme ich mal mit. Ist hier was Verstecktes? Das wäre so goldig, ey. Wir müssen aufpassen hier vor den Feuerbällen. Boah, die sind ja ziemlich schnell. Achso, ich dachte, das sind gerade einzelne Feuerbälle, die rumfliegen. Ach was. Okay, hoch, 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 schnell, Lava-Blob.
Warum ist da ein Pfeil nach oben? Hä, hier ist wieder so ein Kollege. Ach so, jetzt verstehe ich's. Mist. Nein, nein. Verdammt. Aber egal, wir haben die Checkpoint-Flagge. Gut, dann müssen wir hier diesen Prozess wiederholen. Ah, das ist wiederum eklig. Und dann noch in der kleinen Form, ey. Uiuiui, ist hier vielleicht was Verstecktes? Oh nee, das wäre zu cool, ey. Und wie komme ich jetzt darüber, ohne getroffen zu werden? Okay. Das geht ja. Okay, dieses Rohr brauchen wir nicht benutzen. Da kommen ja die Kollegen hier raus. Aber dieses Rohr brauche ich. Ja, ja, sehr schön. Sauber. Okay, was gibt es hier? Erstmal kurz umsehen. Vielleicht ist ja was Verstecktes hier am Schlüssel. Oh ne, leider nicht. Beziehungsweise ich finde nichts. Okay, wir benutzen mal diesen blauen Totenkopf. Warum auch immer. Oh, da ist ein Fragezeichenblock. Ach was. Okay, wir brauchen den Totenkopf wieder. Ich frage mich, was in diesem Fragezeichenblock ist. Ich glaube, wir müssen sogar den Fragezeichenblock einmal freischalten. Höchstwahrscheinlich ist da irgendetwas, wodurch wir den oberen Bereich erreichen können. Eine Ranke oder so. Oder vielleicht die Feder, um zu fliegen. Wird aber schwierig hier in diesem Bereich. Ach Mist, ey, ich steig so früh ab. Das ist das Problem. Oh. Was sind denn das für Plattformen da? Und hier ist so ein blauer Käfer. Gut, dass nur einer hier ist. Jawohl, sehr schön. Oh nein. Oh, ich dachte schon, hier ist auf Troll-Style irgendetwas Verstecktes, ey. Das wäre zu heftig. Oh, und jetzt ist die Frage, wie wir die Ranke erreichen. Einfach machen. Das ist voll verrückt. Man muss auf den richtigen Augenblick warten und man muss auch sofort handeln. Ah. Oh nee, ey komm, jetzt reg mich doch nicht auf. Wie lange soll ich das denn noch machen? Ja, ja, okay. Nein. Ein blauer Käfer. Verdrück dich, bitte geh weg. Bitte, 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 tu mir nichts an. Oh nee, geh doch nicht runter. Komm doch nicht hier hin. Uiuiui. Okay, das wird jetzt heftig. Uiuiui, immer springen am besten. Ah, okay, alles klar. Oh, nee. Und nu? Ach so. Ach, geil. Das wird ja respawned. Sehr, sehr gut. Oh, ich glaube, ich muss genau an der Kante stehen und von dort aus rüberjumpen. Oder ich fange von hier an. Wobei, dann habe ich wenig Geschwindigkeit. Nein, ich wollte nicht rein. Was soll das? Eieiei, Leute. Das wird, glaube ich, nicht so easy. Nee, das wird echt nicht so easy. Gut, dass wir hier nicht von Hammerbrüdern umgeben sind. Ey, willst du mich aufregen? Oh nee, ey, wie lange werde ich jetzt dafür brauchen? Ah, Mann, ey. Oh Mann, ey. Der Wandsprung wäre so geil. Oder mit Yoshi hier zu sein. Oh Mann. Nee, ey, jetzt habe ich gerade echt eine Phase erreicht, in der ich nicht mehr klarkomme. Och nö, da ist noch eine weitere Plattform. Was soll denn das? Ich glaube, es hackt hier. Ich glaube, es hackt, ey. Jetzt habe ich voll Angst, die zweite Plattform zu erreichen, weil ich nicht weiß, wie schnell ich da sein soll. Nee, ey. Das wird jetzt echt heftig.
Oh, hör doch auf. Wie soll ich denn die dritte Platte erreichen? Nee, wie soll ich das denn machen? Am besten muss ich hier so durchkommen. Oder nee, wartet. Ich muss das jetzt einige Male ausprobieren, Leute. Ah, Mann, ey, hör doch auf. Ah. Oder muss ich das vielleicht tun? Kann ich nicht auf die dritte Plattform verzichten und von der zweiten Plattform aus die linke Seite auf ganz entspannt erreichen? Ah. Nee, das wird doch nicht so easy. Aber ich denke, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe, oder? Nachdem ihr das gesehen habt, was ich da gerade gezeigt habe. Eieiei. Nicht einfach. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich die zweite Platte erreicht habe. Oh, heftig, Mann. Ich probiere mal was aus. Ja, da war ich wieder zaghaft. Leute, wenn ihr nur wüsstet, wie krass ich mich innerlich freuen werde, wenn ich das hingekriegt habe, ey. Das ist wirklich eine krasse Hürde hier. Ich flipp gleich aus. Habt ihr euch diesen Level schon mal angetan? Oh, wie soll ich denn da hochkommen, ey? Vielleicht ist das gar nicht mal richtig, dass man in der kleinen Form ist. Oder wartet mal. Aha, okay, vielleicht kann man das auch so machen. Indem man die Plattform versucht seitlich zu erreichen. Und dann einfach von hier aus Gas geben, wisst ihr, was ich meine? Ich probier das mal kurz aus. Nochmal. Irgendwie so. Im Zickzack-Modus. Nee, das war jetzt zu weit entfernt. Das war zu nah. Ey, ich flipp gleich wirklich aus. Das Gamepad fliegt gleich sowas von weg aus dem Fenster. Mann, reg mich doch nicht auf. Okay. Wartet, Leute. Ich glaube, ich krieg das gleich hin. Ich glaube, ich krieg das irgendwie hin. Oh, gut, dass das nicht im Stream passiert. Oh, fast. Fast. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schwer, wenn man einmal das richtige Gefühl dafür entwickelt hat. Ja. Ich muss halt nur ein bisschen schneller abspringen. Da auf der zweiten Platte habe ich mir etwas zu viel Zeit gelassen. Ja, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Und immer schön am Laufen bleiben. Oh ne, ich habe nicht mehr so viel Zeit. Das gibt's nicht. Oh, Mist. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, dass ich das jetzt allmählich hinkriegen könnte. Ich weiß, ich sag das schon seit einigen Minuten, aber ich fühle gerade so die Fortschritte. Oh. Ah, seht ihr, das war ziemlich knapp. Also ich werde in diesem Part wieder nichts rausschneiden, falls jemand Best ausmachen will. Da habt ihr hier genug Material am Start. Nochmal. Oh, ich dachte, ich habe die Platte erreicht. Okay. Nochmal. Oh, schade, aber das sah gut aus.
Oh Mann, ey, warum? Wieso? Braucht er etwas mehr Anlauf. Ich glaube, das wird jetzt nichts mehr. Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, ich werde hier einmal einen Cut machen. Weil ich habe keine Lust, euch jetzt in den nächsten 10, 15 Minuten weiterhin mit dieser Sache zu langweilen. Wäre besser, wenn ich allmählich mal hier einen Fortschritt mache. Okay, die Zeit ist sowieso abgelaufen. Ansonsten kann ich ja gleich einmal im Privaten üben. Ja, ich dachte, die Platte kommt von alleine. Mist. Okidoki, Leute, dann würde ich vorschlagen, dass wir hier erstmal einen Cut machen. Im nächsten Part machen wir dann von hier aus weiter. Sobald ich die Platten wieder erreicht habe, geht es dann von dort aus weiter. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Part. Macht es gut und tschüssi, Leute. Ha, ich wurde nicht erwischt. Jetzt aber, oh nein, verdammt. Bis zum nächsten Part.